Tritra, Trollala und Om und so. Ach, jetzt kommt Wind. Habe ich das erste Mal hier ein bisschen den Maskenbildner was machen lassen. Also das soll immerhin rasiert und so, war also nicht jetzt wegen Kommentaren, sondern ich fand das jetzt selbst auch mal nötig wieder. Und mal das Haar offen, anlässlich der Gründung meiner Kirche, kann ich aber so ein bisschen den Jesus hier raushängen lassen. Das wurde mir schon oft gesagt, dass ich da eine gewisse Ähnlichkeit auch hätte. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie Newton Eindruck machen oder so, es geht darum, dass wir uns ja in unserer Kirche auch immer selbst hinterfragen sollten. Und ich will ja natürlich auch Vorbildler sein. Mir ist jetzt ja aufgefallen bei der Kommentierung anderer Kommentare, die mich zwar bestätigen, aber ich habe ja meine eigenen Erfahrungen gemacht, dass Google Plus da mit der Weitergabe von Benachrichtigungen, Nachrichten, manchmal sind ganze Kommentare aus meinen Videos einfach verbrannt. Die sind nicht da mehr. Also die sind denn zwar mal da gewesen, aber später dann eben nicht mehr da. Oder vielleicht kommen ja auch Kommentare überhaupt ja nicht an. Das kann man ja eben nicht ausschließen. Bei mir kommen auf jeden Fall Benachrichtigungen über Kommentare nicht an. Ich muss meine Kommentare alle mir selber irgendwo zusammensuchen. Also wenn ihr da jetzt Probleme habt, dass ich die spät benachrichtige, Idioten bin, also da antworte ich nicht. Klar, habe ich letztens gerade ein Video drüber gemacht, wenn es zu lang ist, lese ich noch nicht mal. Aber normalerweise reagiere ich schon und quittiere quasi wenigstens den Empfang. Ach du Scheiße, hoffentlich fällt die Kamera jetzt nicht runter. Ich quittiere den Empfang der bösen Message. Dass die Leute dann wissen, ja, habe ich gekriegt, interessiert mich aber überhaupt nicht. Ich habe ja von weder Ken Jebsen noch Christoph Hörstel noch sonst was meine netten Annäherungsversuche, von denen ich meine, dass die komplett ignoriert wurden, und das als Respektlosigkeit auch empfinde, das hatte ich in einem anderen Video erwähnt, aber das müsst ihr alles selber raussuchen, ich kann nicht immer alle doppelt labern hier, der würde den Zeitrahmen komplett sprengen, der ist jetzt schon, also eigentlich haben wir geplatzt, der Zeitrahmen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt von den ganzen Hörstelwürsten, die mich hier denn wieder zurückbeschimpfen, ja, die mir zwar herrliche Zuschauerzahlen bescheren und auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit, aber vielleicht können die ja mal dafür sorgen, die super Fans von dem Hörstel, dass ich da irgendwie mal eine echte Rückmeldung kriege. Von der deutschen Mitte oder von Herrn Hörstel. Dass er mein Zeug wenigstens gesehen, gelesen hat und das für Schwachsinn hält. Dann wäre ich ja schon zufrieden. Das wäre dann ja kein Problem. Also wenn mir einer sagt, ich denke, du bist ein Idiot, ich habe keinen Bock auf dich, bin ich der Letzte, der sich aufdrängen will. Ja? Aber wenn ich belogen oder ignoriert werde, naja, dann muss da immer eine Motivation mit dahinter stecken. Ja? Ansonsten ist die Motivation ja klar definiert, wenn mir einer sagt, er hat keinen Bock auf mich oder er hat eine andere Meinung. Da kann ich mit leben. Ich bin ja für, als Demokrat sind wir in meiner Kirche alle für Meinungsvielfalt. Und das macht ja das Leben aus. Auch die Blumen und alles. Können ja nicht immer alle derselben Meinung sein. Das geht nicht. Ist ja wohl hoffentlich jedem klar. Aber wie gesagt, ich hätte doch wenigstens gerne, wenn ich denn mal irgendwie Aktion bringe, auch eine Reaktion. So, bitte, jetzt ihr. Aber mal richtig, nicht jetzt dusselige Kommentare wieder, sondern mal was Handfestes. Danke und schönen guten Morgen für meine andere Kundschaft. Die sind ja eigentlich jetzt viel zu kurz gekommen. Die Blumen haben keine Farbe. Naja, ich hab mal rasiert. Also eigentlich mehr könnt ihr nicht erwarten von mir. Tschüss. Und Peace natürlich.